Du hast es gewollt, richtig. Du wolltest unbedingt unser Schaschlik-Gewürz essen. Nee. Du hast es so gewollt, denn du wolltest unbedingt unser Schaschlik-Gewürz. Richtig. Wir mischen heute für dich unser Schaschlik-Gewürz, so wie wir das immer machen, so wie es richtig geil ist. Welche Zutaten zeige ich dir jetzt? Wir brauchen Pfeffer, Salz, Zwiebelpulver, dann brauchen wir Paprika süß, Paprika rosenscharf, Basilikum, Thymian, Curry und ein bisschen Knobi und Senfkörner. Und das sind alle Zutaten, die brauchen wir. Wenn du das ganze Rezept nochmal nachmachen willst, kannst du das gerne tun. Und zwar auf mgbarbecue.de. Da steht alles nochmal ganz genau drauf. Also nicht, wie man das zusammenmischt, es ist relativ simpel. Aber wie viele Mengen an welchen Zutaten da reinkommen. Ganz einfach. Also, jetzt nochmal im Prinzip unsere ganzen Zutaten. Einmal hier unseren Pfeffer, dann unseren Salz, Zwiebelpulver. Und dann mischen wir das jetzt hier mal schon ein bisschen klein, weil das Zwiebelpulver hat ja immer ein bisschen die Angewohnheit so ein bisschen zum Klumpen. Und nachher wird es ein bisschen schwieriger, wenn wir das grundsätzlich dann erst zu spät zerdrücken und klein machen. Also machen wir das jetzt gleich. Also ein paar Klumpen können schon drin sein, ist nicht so schlimm, aber eben nicht so eine großen. Dann kommt unser Paprika Edelsüß mit rein. Da ist natürlich schon ein bisschen was drin. Paprika rosenscharf und Basilikum. Dann mischen wir das gleich nochmal ein bisschen durch. So, guck, weil der Paprika hat dann auch manchmal so kleine Bobbel drin, die zerstoßen wir einfach ein bisschen, Redest du so leise? weil ich das kann. Okay, und dann machen wir schon weiter. Unser Thymian darf noch mit rein. Dann haben wir hier Currypulver, dann Knoblauch und zu guter Letzt so zerstoßene Senfkörner. Die haben wir einfach so im Mörser so ein bisschen zerstoßen. Und das war's eigentlich schon. Und das mischen wir jetzt hier schön homogen durch. Zerstoßen noch die ganzen Krümel. Hat sie ja mal eine totgestoßen, gell? Nur so ein Tipp. Ich will das aber trotzdem schön machen. Ja. Und da haben wir unser Schaschlik-Gewürz. Riechen tut's richtig gut. Und wie? Ganz klar, irgendwie nach Schaschlik, logischerweise. Also es passt richtig gut. Jetzt müssen wir natürlich probieren, weil heute habe ich die schöne Aufgabe. Manuel freut sich hinten schon. Der hofft nämlich, dass ich jetzt hier so einen richtigen Löffel Aber reinhaue. also voll muss er schon sein, So der muss jetzt nicht so gehäuft sein, einen aber. richtigen Löffel reinhauen. Und natürlich mache ich das. Bin ja nicht blöd. Ja? Also, einen guten auf euch. Kommen wir im Bauweg. Aber Geschmack ist da. Da weiß ich nicht, warum ich das mache. Bier nach. Okay, wie schmeckt's? Gut. Schmeckt richtig gut. Wenn man jetzt da so einen Löffel natürlich nimmt, ist es heavy. Aber hat eine leichte Schärfe und schmeckt einfach geil. Probier es aus. Also muss ja keinen Löffel reinhauen. Aber wenn du Schaschlik machst, entweder unseren Schaschlik-Topf hier oben nochmal für dich verlinkt. Oder du machst halt mal ganz normales russische Schaschlik oder normales deutsche Schaschlik mit Paprika und Zwiebeln und Speck drauf. Völlig wurscht. Passt auf jeden Fall zu allen Schaschlik-Arten. Also wir hoffen, dir hat das Video gefallen und da hinten steht's, liken, kommentieren und abonnieren. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würden wir uns mega drüber freuen. Und ja, wir sind raus. Unser Schaschlik-Gewürz für dich da draußen. Du schaltest wieder ein und zwar immer am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue. Vielen Dank für deinen Support. Ciao.